Man könnte denken, es ist eine Volksverdauung.
Sascha schon viele Jahre persönlich. Sascha kommt hier aus Erfurt und das Ganze auf der Deutschen Leichtathletikbahn unterwegs. Der macht dann nämlich den Platzbau. Der geht dann hier vorwerfen und
Luna, alles gut? Eine Runde Glückwunsch, Hammerleistung, und wir haben jedem das freigestellt, der mit großer Distanz gemeldet hat, und das könnt ihr dann auch sehen, die Läufer mit der roten Startnummer. In einer Zeit von 2:09:46. Da ist er wieder. Ganz schön viele Höhen wieder, ja? Ich hab's dir doch gesagt. Also 1750 ungefähr. Ja, aber teilweise mit Traktionsproblemen. Ja, ja. Ne? Aber wie war's? Wie war der Umzug? Ich war nachher hier nach heute am Desk. Also ich hole morgen noch mal die Waschmaschine im Auto. Aber du hast schon angefangen, oder? Nee, ich war jetzt nächsten Monat. Ja, hast du Urlaub gehabt? Hindernisse,
mal auf der 10-Kilometer-Runde. Und wenn man sich überlegt, dass noch mal die Hälfte dazu kommt, also 36 in der Mitte, haben die Athleten, Athletinnen bewältigt, die 20 Kilometer gelaufen sind. Hier haben wir wieder zwei Zehner. Einmal der Daniel Dreimann und Andrea Scholz mit 24 Hindernissen. Und jetzt kann man eigentlich schon sagen, das fünfte oder das vierte Hindernis ist das 25. Die Strecke selber. Die sie alle unabhängig voneinander gesagt haben. Und die Verkehrswacht ist auch unterwegs. So, das nächste Team springt über das Horn. Jawohl. Keine Verletzten an den Ziel gebracht. Die Choice Fighters. Und wir begrüßen im Ziel die Katrin Weigel und den Alexander. Von Hildenmut. Und Mutzack. Und da wurden die Liegestütze vor dem Feuer gemacht. Danach nochmal. Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Ziel. Der Manuel